Guten Tag, Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Viele haben mich gefragt, wie mein Büro aussieht und mein Arbeitsplatz. Das ist mein Reich hier. Nein, war Spaß. Wir sind heute zu Besuch bei NeoWash. Ich sitze gerade in seinem Büro, habe mich einfach mal hier hingepflanzt. Der gute Philipp von NeoWash, dem der Laden hier gehört, ist gerade draußen. Hat gerade ein bisschen gearbeitet, er hat gerade einen sehr, sehr schönen Wagen hier. Wir haben hier einen kleinen Werbespot für ihn gedreht, sage ich mal. Ja, ich bin immer wieder begeistert. Ich war schon mal hier von der ganzen Location. Hier hat es auf jeden Fall sehr, sehr gemütlich eingerichtet. Und ja, wir wollen jetzt mal ein bisschen mit ihm reden, seinen Laden hier ein bisschen vorstellen, gucken, was er so macht, wie er was macht. Und ja, würde ich sagen, gehen wir einfach mal raus zu den Jungen und plaudern ein bisschen mit ihm. So Leute, das ist der gute Philipp hier, dem der Laden gehört. Hi. Ja, ihr könnt als allererstes, was ich sagen wollte, ihr könnt auf jeden Fall mal seine Seite, blende ich hier ein, NeoWash, so wie die Firma heißt, abchecken bei Instagram, er hat auch eine eigene Internetseite. Ja, wir sind hier in seinem Reich, in seiner Halle. Er hat hier auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Aston Martin gerade stehen. Deswegen sind wir auch hierher gekommen. Das Ding ist, meine erste Frage an dich ist eigentlich, man sieht bei dir viel auf der Seite viele Luxuskarren. Mhm. Was viele wahrscheinlich jetzt interessiert oder die dich vielleicht kennen, warum eine Luxuskarre, warum kaum normale Autos? Also, du machst auch normale Autos, habe ich schon gesehen, aber viele Luxuskarren. Das ist ja nicht, also selbstverständlich, so teure Autos das stimmt, aufzubereiten. Das stimmt. Aber da gehört schon ein bisschen Vertrauen dahinter von den Kunden auch. Das hat sich einfach so eingebürgert. Ich habe da eigentlich nicht viel für getan. Ich habe die Halle hier sehr schick gestaltet, beziehungsweise hat mir Mühe gegeben. Und ja, dann kam irgendwie das eine zum anderen. Klar, ich mache auch normale Autos, Golf, Polo, whatever, aber irgendwie hat sich das eingespielt. Also finde ich auf jeden Fall sehr, sehr faszinierend, dass das so ist. Das Ding ist, du hast erzählt, ein paar Leute haben so geschrieben, hier, ich habe ein Polo oder ein Golf, machst du das auch nicht zu Lamborghini-Preisen oder so? Ja, das ist, das wird immer so wiedergespiegelt auf Instagram, nur weil ich hauptsächlich so eine Autos hier habe und die auch poste. Heißt es ja nicht, dass der Aston Martin teurer in der Aufbereitung ist als ein Polo oder ein Golf. Ne? Das ist ja ein Ausgleich. Genau, das Aussaugen von dem Aston ist genau das gleiche wie beim Golf. Also da tut sich nichts vom Preis. Ne? Der Preis ist gleich und ja. Aber das Ding ist, also das ist jetzt ein Zweisitzer, genau. Und Golf ist ein Viersitzer. Ja. Ist ein Golf teurer, weil er ja mehr Sauerraum zu machen hast? Ist ja logisch. Nein, nicht unbedingt. Bei Sportwagen hast du natürlich auch oft das Problem, wenn man mal schaut. Du kommst halt hier ein bisschen schlechter nach hinten hin, ne? Also du musst hier ein bisschen mehr rumkramen, damit du überhaupt erst alles richtig ausgesaugt hast. Okay. Von dem her, wenn du jetzt ein Kombi mit einem Golf vergleichst oder eine S-Klasse oder ein A8 oder ein Touareg, da brauche ich natürlich viel länger für und da habe ich dann 10-15%, die ich dann draufschlage. Kommt aber auch immer auf den Verschmutzungsgrad drauf an. Ne? Kommt jetzt einer mit einem Bausteinauto, zahlt er natürlich ein bisschen mehr, als wenn einer mit einem Daily-Auto kommt, so, ne? Wo ein bisschen Krümel drin sind. Jetzt die Frage, was wahrscheinlich die meisten interessiert, was ist genau deine Arbeit? Also was machst du? Klar, die Leute sagen, also ich denke immer so, oder was ich mir jetzt erst gedacht habe, bevor ich das so alles so miterlebt habe, ja cool, er macht Innenreinigung. Mhm. Ich fahre die Waschanlage, saug mein Auto aus, wische einmal rüber. Innenreinigung. Ja. Was macht dich jetzt aus, als wenn das ein normaler Mensch bei Blitzblank machen würde? Also im Grunde genommen, für den Autonormalverbraucher mache ich eine Autoaufbereitung. Ich versuche das aber so ein bisschen aus Amerika und England mit rüber zu ziehen, dieses Detailing. Also wirklich das Auge fürs Detail zu haben, wirklich die Lüftungsschlitze auszupusten, mit dem Pinsel nochmal einzuschäumen und wirklich komplett sauber zu machen. Jede Ritze, jede Kante unterm Sitz. Zum Glück habe ich noch keinen Fall gehabt, wo ich den Sitz ausbauen musste. Aber in der Regel unter dem Sitz, wenn du da drunter saugst, kriegst du auch alles weg. Eine vernünftige Lederreinigung machen, nicht irgendwas nur aufsprühen und abwischen, sondern wirklich mit der Bürste einschamponieren, was wir auch gefilmt haben. Ja. Das wird man auch in dem Video sehen. Und ja, einfach wirklich 100% geben und nicht schnell, sondern allein das Aufsaugen dauert bei mir in der Regel ab einer Stunde bis, habe ich schon gehabt, 4 Stunden. Also du machst das dann eben im normalen Sauger, ne? Also ich sehe ja jeder die Geräte schon. Genau, das ist einmal der normale Sauger, da habe ich aber auch zig Aufsätze für, mal so einen Phasenheber und noch so ein Teil, was die Faser noch mal ein bisschen aufbürstet. Das ist jetzt die Frage, hast du so einen ganz schmalen Aufsatz? Ja. Wenn du für die Ritzen?
Ja, das ist ja auch so, was ist eine Waschanlage? Es gibt einmal den in der kurzen Variante. Dann, das ist zum Beispiel nur für den Innenraum gedacht, für die ganzen Klavierlacke, für das Display so, oder auch für die Sitze. Zwischen den Sitzen musst du auch saugen. Ne? Du musst den Sitz so ein bisschen auseinander drücken. So, und damit kannst du das schön in die Ritzen reinmassieren, wie man das auch sagen möchte. Und so hier saugt er sich das ein. Ne? Oder rausmassieren. Genau. So, und diese Ecken und Kanten, was du meintest, womit man hier ganz gut reinkommt, aber meistens sitzt der Schmutz so tief drin, gleich diese Bürste hier. Das ist ja meistens immer beim Einstieg und dem Sitz. Da kannst du den ganzen Schmutz nach vorne bürsten und den dann vorne absaugen. Da gibt es 50.000 Varianten, eine Tierhaarbürste. Was haben wir noch? Für den Kofferraum. Das gleiche in kurz, wenn du mal irgendwo schlechter rankommst. Noch kürzer. Also länger. Noch länger. Ja. Also wirklich einmal alles. Cool, dass wir uns über Staubsauger jetzt unterhalten haben. Sehr, sehr geil. Sehr vielfältig, ja. Also gut, dann machen wir das Thema Innenreinigung abgehakt. Also du machst deine Innenreinigung sehr, sehr, wie du gesagt hast, penibel, genau. Detailing-mäßig, also wirklich in die kleinste Ritze rein. Ja. In Raumreinigung, Versiegelung. Genau, in auch Versiegelung. Genau, das ist ein Schutz, gerade bei Leder zum Beispiel. Leder wird ja oft mal, gerade bei älteren Fahrzeugen, ist es ein bisschen ausgeblichen oder es reißt schnell auf. So, wenn du den Sitz versiegelst, was ich zum Beispiel bei dem Fahrzeug auch hier mache, dann wird das komplette Interieur versiegelt. Aber was heißt versiegelt? Wenn das Leder kannst du eigentlich, also sag ich mal, du hast ein kleines Kind und das Kind kommt dabei. Kannst du ja trotzdem eigentlich abwischen. Rein theoretisch schon, aber Leder, musst du dir vorstellen, ist wie unsere Haut, das hat Poren. Und die Poren verstopfen auch irgendwann. Und wenn Leder glänzt, ist es speckig, dann ist es dreckig. Okay. Dann sammelt sich unser Schweiß. Im Sommer hast du deine Arme eingeschmiert mit Sonnencreme, packst es auf die Mittelarmlehne und das Ganze sammelt sich in diesem Leder drin. Genauso wie auf dem Sitz, bei der Tür, alles Mögliche. Ne? Wenn du es richtig reinigst, dann musst du es pflegen. Entweder mit einer Lederpflege, das macht man so bei älteren Fahrzeugen, oder mit einer Lederversiegelung, das macht man so bei neuen Fahrzeugen. Dann ist es UV-beständig, sprich gerade bei einem Cabrio. Der hat hier hinten noch, wenn man das Verdeck aufmacht, hat er hier hinten auch noch Leder. Wenn er im Sommer fährt, das Leder bleicht nicht aus. Es fängt vielleicht kurz an zu regnen. So, es regnet ins Auto rein. Das ganze Wasser geht nicht in das Leder rein. Weil es bleibt drauf, oder? Genau, es bleibt drauf, du kannst es normal abwischen. Ja. Weil Wasser auf Leder verursacht Flecken. Okay. Genauso wie auf Stoff. Ja. Nur Wasser, ohne Cola oder irgendwelche Chemie drin, das verursacht Flecken und somit verhinderst du das. Genauso wie bei Textil. Mhm. Ne? Du kannst dir vorstellen, wenn du einen Korn versiegelst, ist es wie mit einem Lack oder mit einer Folie. Ja. Jetzt sag ich mal, ich bin unterwegs zu einer Party, mein Kumpel trinkt gerne Rotwein, ich habe eine helle beige Stoffausstattung und keine Ahnung, ich muss Vollbremsung machen und er verkippt was auf den Sitz. Mhm. Was machst du dann? Also wie kriegst du diesen Rotweinfleck weg? Den kriegt man ja eigentlich mit speziellen Reinigern, mit so einem Gerät hier. Das ist ein Nasswaschsauger, ein sogenanntes Wasserextraktionsgerät. Da kommt aus dieser Düse kommt Wasser raus und mit dem Aufsatz hier saugt er das quasi ein. Okay. Das Wasser, das wird dann hier drinnen reingepackt und dann kannst du es rausgeben. Je nach Verschmutzungsgrad musst du den Vorgang 2, 3, 4, 5 Mal machen und bis der Fleck weg ist. Bis der Fleck weg ist und man sieht auch hier immer schön, da es so durchsichtig ist, was da immer für einen Schmutz rauskommt aus den Sitzen, was viele Leute immer gar nicht wissen. Ne? Die denken, mein Auto hat erst 8000 Kilometer runter, hat sich bei einem GTI TCR, mein Lenkrad ist nicht dreckig, das Leder. Ich habe es gereinigt, mit einem weißen Tuch sauber gemacht, habe ihm ein Foto geschickt. Alles dreckig. Das ist einfach schwarz, ne? Das ist normal. Das sind halt die Bakterien, die sich in den Händen, die man hat, einfach Schweiß weg. Also hier hast du deine Geräte. Genau. Das sind alles Reiniger, ja? Das sind einmal Polierpasten, einmal von der Finish-Politur bis zu der Medium-Cut-Politur bis zur Heavy-Cut-Politur. Das ist dann wirklich sehr aggressiv, wenn man wirklich sehr, sehr tiefe Kratzer drin hat, ne? Dann hier hat man zum Beispiel nochmal was zum Klebereste entfernen, wenn man zum Beispiel eine Folie drauf hatte oder auf der Scheibe oder diese Deka, sagt man das Sticker. Also ja, der Innenraum, genau. Dann habe ich hier einmal das in meinen Innenraumreiniger, einmal ganz normal für Kunststoff und so weiter, je nach Verschmutzungsgrad auch
sortiert, Glasreiniger, Kunststoffrefresher, das ist dann bei Oldtimern kannst du das hauptsächlich nehmen, wenn das Kunststoff ein bisschen ausgeglichen ist schon. Dann haben wir einmal hier für die Außenreinigung, Felgenreiniger, Insektenreiniger, Flugrostentferner. Auf dem Lack oder auf der Folie sammeln sich oft metallische Partikel, wie Teer oder auch einfach was in der Luft so rumschwebt. Dann haben wir hier einfach mal so einen Detailer noch drin, auch zig Varianten. Einfach nach der Fahrzeugwäsche kriegt jedes Auto von mir einen Detailer drauf. Der hält für ein, zwei Wochen, je nach Verschmutzung, wie das Auto behandelt wird, in der Waschstraße oder Handwäsche. Dann gibt es noch Nassversiegelungen, die halten noch mal ein bisschen länger. Dann perlt das Wasser noch mal ein bisschen schöner ab. Der Schmutz greift nicht gleich den Lack an. Da sind wir eigentlich gleich bei dem Thema auch umgeswitcht, von der Innenreinigung zur Außenreinigung. Können die Leute sich hier denken. Du machst Außenreinigung hier auch. Richtig. Waschen, Felgen reinigen, Felgen versiegeln, Auto versiegeln. Genau. Alles ohne Folie, Lack geht alles, das ist kein Problem. Das verdeckt zum Beispiel beim Aston Martin, das wird auch versiegelt. Dann wird das alles, das komplette Fahrzeug, was an das Verdeck rankommt, wird abgeklebt mit Folie und dann wird das Verdeck einmal vorher gründlich gereinigt und dann wird es versiegelt, imprägniert. Dann saugt sich das auch nicht immer mit Wasser voll und verursacht keine Flecken. Mhm. Scheiben werden auch versiegelt. Was ich geil finde bei dir, du kannst hierher kommen, wann du willst, alles ist an seinem Platz. Genau. Also es ist nicht irgendwo, was irgendwo rumfliegt, ja. Alles ist an seinem Platz. Ordnung ist bei mir das A und O, deswegen auch die ganzen Regale hier. Und auch alles schnell wieder fünf. Ne? Bevor ich nach Hause fahre, würde ich auf jeden Fall aufgeräumt und sauber gemacht. Ja, das ist gut. Dann eigentlich ist ja das, was du machst, eigentlich alles gesagt. Preise brauchen wir nicht drüber reden. Wer Preise wissen will, der kann auf seine Internetseite gucken. Genau, auf meiner Website www.neowash.de. Genau, unten in der Info könnt ihr draufklicken. Wenn ihr Preise wissen wollt, könnt gerne vorbeikommen. Brauchen wir jetzt nicht drüber reden, über Preise brauchen wir nicht sprechen. Ja. Genau. Sonst gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen, außer eine Sache noch. Du arbeitest mit anderen Firmen zusammen? Richtig. Ich habe ein paar Kooperationspartner. Das ist einmal, da steht ein Banner, Airbag Fahrzeugfolierung. Genau. Der gute Remy, mit dem biete ich zusammen hier die X-Bell Steinschlagschutzfolie an. Das ist eine selbstheilende Folie. Wird meistens in der Frontpartie verwendet, auch mit Spiegel und nochmal hoch bis zur A-Säule. Ja, wenn man sich Steinschläge reinfährt, dann verschwinden die quasi durch die Sonne, durch die Hitze oder durch ein Heißluftfilm, ein heißes Wasser, das was man parat hat. Ja, dann habe ich noch Panzer. Also können auch die Leute zu dir kommen und sagen, hier, vielleicht hast du da reden, ich habe jetzt welche Reinigung gemacht, ich möchte noch eine Folie draufhauen, dann leitest du das weiter. Richtig. Eulendoktor, Felgenreparatur, Fahrwerkeinbau, alles Mögliche. Also Airwrap Design. Genau. Genau. Medini Motors. Remy, genau. Zu dem wollte ich eh auch nochmal. Da wird wahrscheinlich, vielleicht, wenn er mitmacht, auch nochmal vielleicht ein Video kommen. Auch ganz interessant, Foliensachen. Medini Motors, Hamza, genau. Grüße an dich. Zu ihm fahre ich auch noch. Muss. Auch das sind halt so die Leute, mit denen du zusammenarbeitest. Richtig. Wie gesagt, einen Bollendoktor habe ich noch. Mit Ivo's Reifen arbeite ich zusammen. Und ja. Sonst gibt es eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Also, wie gesagt, ich bin sehr, sehr begeistert. Ich gucke deine Storys immer. Wie gesagt, check deine Seite raus. Lass dein Abo da bei Instagram. Dann kann man auf jeden Fall mal sehen, was er leistet. Du hast ein paar Highlights drin, ne? Genau, einmal von der Entstehung hier, von der ganzen Halle. Genau, das ist auch sehr, sehr spannend, weil jetzt sieht das alles sehr schön aus, aber vorher war das Ding eigentlich Schrott. Ja, kann man das sagen. Das war so ein halber Wunder eigentlich. Ja, genau. Ne? Also, das habe ich auch, fand ich auch geil. Ich dachte mir so, wo ich das gesehen habe, ich bin Philipp auch schon ein bisschen länger, wo ich das gesehen habe. Angeschaut, ne? Und dann so alles nach und nach, hat er echt gut was draus gemacht. Das sind zig Kilometer an Kabel sind hier reingekommen, die ganzen Lampen, jede Wand, jede Decke ist alles neu gezogen worden und ja. Genau, das ist in den Highlights und wie gesagt, die. Einfach mal abchecken. Wir geben uns Mühe beim Instagram, Stories jeden Tag, Beiträge jeden Tag. Gewinnspiele. Nicht jeden Tag, aber auch ab und zu. Definitiv. Man muss auch was zurückgeben. Genau, könnt ihr auf jeden Fall auch an einem Gewinnspiel mal daran teilnehmen, geile Aufbereitungssachen, Reiniger, kann man sagen. Also wirklich, das letzte Gewinnspiel, oder läuft das noch? Das läuft noch bis zum 30.11. Okay, ja. Genau. Ich weiß ja nicht, wann das Video jetzt online kommt, aber... Ich glaube, dann ist das Gewinnspiel schon vorbei, aber das Gewinnspiel ist auf jeden Fall heftig. Weihnachten kommt auf jeden Fall auch noch was. Sehe ich.
mit dir. Also abonnieren, dann könnt ihr auch dran teilnehmen. Genau. So, also ich habe eigentlich keine Fragen mehr, eigentlich nichts mehr zu sagen. Hast du noch irgendwas zu sagen? Willst du noch irgendwas sagen? Wenn die Community noch irgendwelche Fragen hat, gerne in die Kommentare, mich anrufen, mir auf Instagram schreiben, ich beantworte alles. Und ja. Das war's eigentlich, ne? Ja, genau. Hat Spaß gemacht. Genau. War cool. Gut. Wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall auch noch oben da lassen. Die Leute, die das Video bis zum Ende geguckt haben, Respekt an euch. Zwei Typen, die ganze Zeit beim Labern zuzuhören. Abo da lassen, Daumen nach oben. Und ja, jetzt eigentlich nichts weiter zu sagen. Verabschieden wir uns. Es gibt noch eine Kleinigkeit zu verlosen, die ich dir mitgebe. Genau. Aber das wird schon vorher passieren. Okay. Ich denke mal, das mache ich die Tage jetzt. Checkt einfach beide Seiten aus. Mich, Neowash. Und ja, so verabschieden wir uns. Support ist kein Mord. Genau. So verabschieden wir uns jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, Leute. Und Video wird wahrscheinlich Sonntag kommen. Oder Mittwoch. Egal. Schönen Abend. Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank God that the brother's on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating, now I'm super duper.